Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ja, wir sind heute etwas später unterwegs. Nicht wie gewohnt morgens früh, sondern nachmittags. Wir haben 14.39 Uhr, ich bin gerade eben bei Tina und Sina. Ich war heute Morgen nämlich kurz an um 8 Uhr, um zu schauen, ob die, wie die Rübenpreise zurzeit sind. Ja, habe ich geschaut, sind 128. Waren sie auf jeden Fall heute Morgen. Ich gucke gleich nochmal, vielleicht sind sie jetzt besser. Oh, ich mag Hosenträger nicht. Und Leute, ich hab's euch gesagt. Ich habe es doch gesagt. Ne, ihr wisst ja, ich ziehe ja bald um. Und dann habe ich ja auch noch dazu gesagt, dass bestimmt irgendwann jemand die Wohnung hier anschaut. Ich habe zwar gehofft, dass es noch irgendwie bis Mai oder Juni dauert, weil ich habe den Antrag ja erst am Samstag losgesendet, jetzt haben wir Mittwoch. Und was ist? Freitag kommt schon welche. Das heißt, ich muss heute und morgen aufräumen, aufräumen, putzen, putzen, aufräumen, aufräumen und putzen. Oh mein Gott, Leute. Das ist traurig, Leute, ne? Ja, sehe ich auch so. Wie viel Geld haben wir? 10.000. Och, so viel können wir uns aber nicht leisten. Egal, wir gehen mal rein. Ich finde es gut, dass es wieder regnet. Ich habe auch keine Ahnung, was wir heute machen. Morgen ist das große Update. Ich wollte morgen eigentlich echt einen langen Part aufnehmen. Aber ich glaube, das wird da nichts, leider. 105, okay. Nee, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Sehr gut. Oh, der ist echt cool. Der kostet bestimmt wieder 200.000. 130. Oh, der ist cool. Ich will den haben. Ich will den haben. Ich habe gestern schon mal ein paar Rüben verkauft. Für 4.000 Stück für je 400 und 4.000 Stück für je 500 noch was. Deswegen kann ich mir ruhig mal was gönnen, Leute, oder? Deswegen ist mein Inventar, glaube ich, auch leer. Ja, also fast so gut wie. Da ist das Geldding, okay. Ich müsste meine Schaufel mal eben holen. Das wäre noch was. Oh, mein Handy habe ich jetzt natürlich gar nicht im Blick. Ja, nur Portal. Wollte ich da drauf? Ja, wollte ich. Bankautomat. Auszahlung. Eins. Gott, wie viel hat der gekostet? Warte, wir brauchen für den Sterni-Ding auch noch 30.000. Das heißt, 1,6. Gut. Nehme ich mit. Danke. 1,6. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht, Leute. Den Aufgang haben wir. Oh, stimmt, wir müssen die Brücke ein Jahr bauen. Vielleicht machen wir das doch am Samstag? Freitag kommt der Part auch viel, viel später. Weil, ne, Freitag ist halt die Wohnungsbesichtigung und ich weiß nicht, der hat halt vormittags gesagt und ich wollte da nicht hier irgendwie stören, ne? Ja, super, ich freue mich drauf. Und hier haben wir auch nochmal Geld. Was haben wir hier? Oh, guck mal, hier haben wir 30.000. Geil. Super cool, da kann ich mir endlich auch eine Schaufel kaufen, weißt du? Ich hab doch das Geld. Ich weiß noch nicht, ob ich den Kredit jetzt abbezahlen soll. Weil sonntags ist ja wieder Rübentag. Ne? Ja. Mal schauen. Achso, ich wollte nichts. Nee, nee, danke. Tapeten muss ich auch noch gucken. Das Dreirad haben wir ja mittlerweile. Die Jukebox werde ich dann wahrscheinlich noch kaufen. Boah, teuer, ey. Aber ist auch geil, ne? Der sah echt cool aus. Die Musikbox ist auch cool. Kann man sich auch eigentlich sehr schön ins Bad stellen. Gibt es in Schwimmbädern eigentlich Radio? Ich überlege gerade. Ich glaube, mir ist keins wage. Ne, also, ich habe, glaube ich, nie eins bemerkt. Oder? Ah, doch, ich glaube doch in einem Wellenbad. Aber sonst. Sonst glaube ich tatsächlich nicht. Eigentlich, da wird sich das doch anbieten, oder? Obwohl das Geräusch des Wassers ist halt auch sehr, sehr schön, ne?
Das kann ich nicht abstreiten. Das gefällt mir auch sehr, aber zum Einschlafen könnte ich das nicht. Also auf der AIDA fand ich es ein bisschen schwer einzuschlafen, weil das Wasser halt draußen immer laut war. Und ich das nicht sehr. Ich finde zwar das Geräusch sehr schön, ja, aber nur wenn ich wach bin. Und wenn ich einschlafen will, dann brauche ich dieses Geräusch auf jeden Fall nicht. Atze zieht aus, endlich. Ich habe keine Ahnung, wo Atze wohnt. Ich hoffe hier. Wir haben eine Schaufel, genau. Ich muss wieder keine Blumen gießen, das ist super. Ich freue mich aber nur nicht auf den Sommer hier in dem Spiel. vielleicht lasse ich die Blumen dann sterben. Genau. Und hier Atze? Ne, hier wohnt Frank. Hat Frank ein Rezept für uns? Atze war leider mein Lieblingsnashorn, obwohl ich alle gehasst habe. Aber weil der so ein cooles T-Shirt mit Gold drauf hatte, das fand ich schon sehr, sehr cool. Ja, sehr cool. So, Tür zu, Affe tot. Hier ist nichts. Ich bin auch jetzt gerade richtig verplant, weil ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich weiß, ich müsste den Fluss da hinten machen. Habt ihr euch eigentlich das Update-Video angesehen? Rainer kommt hier. Ah, stimmt. Wir müssten rein theoretisch, ja, hier hinten irgendwas zum geheimen Strand bauen. Das müssten wir eigentlich machen. So, hier ist der Strand. Was machen wir jetzt? Ach Mann, da muss ich den Fluss ja nach links drehen, damit wir hier irgendwie runter können, kommen. Oh, das wird da jetzt auch. Ach, ich habe keinen Leiter mit, ne? Ich wette mit dir. Egal, dann können wir schon mal das hier oben machen. Dann versuchen wir jetzt einen Weg irgendwie runter zu machen. Hinter Mischkas Haus I. Ne, Mischka, dann kriegst du einen Privatstrand. Wollen wir dich erstmal fragen, ob das in Ordnung ist? Ja, ne, komm, das machen wir mal eben. Das sind wir ihr schuldig. Ne, weil dahinter kommt dann irgendwann Rainer. Dann heißt das ja, dass man jeden Tag nachschauen muss, ob Rainer da ist. No, hast du was gesagt, Moritz? Boah, sorry, ich war gerade total weggetreten. Wo warst du denn? Also, ich stelle gerade ein Umzugskistenset her. Wow. Ja, schön. Nee, also mich interessiert das eigentlich nicht, ne? Klaro, komm. Ah, cool. Wow, wir wissen schon beide Bescheid. Noch ein Rezept, was ich am liebsten in Kompass verwandeln würde. Es kommen ja dann auch neue Hecken und so und. Ah, ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auf morgen. Ich finde es gut, dass sie das so machen. So kann nämlich niemand wirklich gespoilert werden. Von anderen Leuten, die halt Zeit umstellen. Ne? Da wird so das bisschen eingedämmt. Finde ich echt praktisch. Die meisten beschweren sich. Also eigentlich alle, die irgendwie die Zeit verdrehen. Ne? Ja, das sage ich nur selbst schuld. Animal Crossing ist halt ein Spiel, was eigentlich täglich circa eine Stunde Spaß machen soll. Und nicht hier einfach. Komm, ich sag mal. Stell jetzt mal einfach 100 Tage vor, dann wird da schon irgendwas passiert sein. Ach Gott, ey. Aber dieses hier, dieses Baukit, ne? Das nervt mich ja richtig. Ich meine, das nervt mich wirklich. So. Das heißt, wir müssen den Fluss jetzt irgendwie. Oh, das wird aber schwer. Warte, können wir hier nochmal ein Loch ma machen? Danke. Dann wird es halt ein kleiner Fluss. Och Gott, ey. Och nee. Ich hab da jetzt keinen Bock, hier wieder alles umzubauen. Leute. Nintendo, was tut ihr mir dann? Ich kann es natürlich verstehen, dass man sowas nicht als kostenloses Update irgendwie abkaufen soll, weil das sollte schon im Spiel vorhanden sein. Da gebe ich recht. Aber trotzdem finde ich das dann auch blöd, wenn man eine Zeitumstellung macht. Vielleicht fürs nächste Animal Crossing könnte man das vielleicht komplett rausnehmen. Dieses Zeitumstellen-Ding. Dass das irgendwie nicht mehr auf realer Überzeit ist, sondern
von der Online-Uhrzeit von Animal Cross, also von Nintendo selber, dass sie das dann einstellen. Wie früh jetzt ist, wie früh jetzt nicht ist und so. Ja, das könnte ich mir auch noch vorstellen. So, Baum, du musst da leider weg, ne? Es tut mir leid, ich muss da runterkommen. Irgendwie. Irgendwie. Und jetzt brauche ich erstmal hier wieder eine Birne oder so. Wo ist denn hier was? Komm. Hier auch nicht? Nein. Komm, da sind Kirschen. So, einer reicht. Natürlich werden wir morgen nicht direkt fertig sein damit, weil wir brauchen ja noch eine Dingsy-Bums. Einen Aufgang, einen können wir heute noch platzieren. Ja, so, dann guten Appetit. Guten Appetit. Ach, Alter. Kann ich Essen oben sein? Danke. Jam, 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 jam. So, und weg mit dir. Ja, sorry, Mischka. Ich habe dir den vielleicht erst gestern oder so hier hingepflanzt. Und jetzt ist er schon wieder weg. Ja, so schnell geht das. So, jetzt brauche ich ein. Och Gott, ey. Ich glaube, ich muss den noch einmachen. Ich glaube, das ist sonst zu eng. Oh, nervt mich das jetzt hier schon wieder. Am liebsten, ich mache hier gleich den Fluss komplett weg, Alter. Ich bin gerade echt überfordert, ja? Hä? Och, Mann, ich hasse dieses Umbauen. Wirklich. So, weg mit dir. So. Okay. Ich brauche hier erstmal Platz, Leute. Tut mir leid, ja? Ich muss gleich mal gucken, wie ich das hier mache. So kann ich es auf jeden Fall nicht machen. So. Also, Mischka ist hier. Mischka wohnt da. Das heißt, sie müsste jetzt hier einen Weg nach unten kriegen. Wie mache ich das, ey? Ich glaube, ich muss das hier alles wegmachen. Also, das Wasser wegmachen, nicht den Boden. Ich meine, das sah eigentlich ganz in Ordnung aus, aber trotzdem. So. Hier müssen wir auch noch. Und hier auch am besten. Damit die dann genau hier dann hochkommt. Okay. Ach, jetzt brauche ich die Leiter, ne? Oder komme ich da unten irgendwie hin? Na, gucken wir mal schnell. Oh, Schleuder habe ich nicht mit, egal. Komme ich dahinter? Ah, oh, Mann. Jetzt muss ich meine Leiter erstmal holen. Belastend. Ach, was willst du denn schon? Wieder möchtest du manchmal auch nur da. Nein, nein. Emotionen. Oh, danke schön. Was habe ich bekommen? Oh Gott, ich muss auf Toilette. Leid. Ja. Mir ist auch gerade zu heulen. Zum Heulen hier. So, zeig mal her, wo ist Leid? Leid, 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 Leid. Ah, hier. Da. Danke. Ja, das ist zum Heulen, ey. Der ganze Tag, oh, ich dachte heute, ne? Ich habe heute so viel erledigt. Oh, heute habe ich mir ein Päuschen verdient. Und dann kommt die auch und die Nachricht, ich muss aufräumen. Ich meine, ich muss halt putzen. Ich hasse putzen und Fenster putzen. Oh, ich hasse Pe Fenster putzen. Ich nehme beides wieder, Assisa. Ja, danke. Oh, ich will am liebsten schlafen, wirklich. Vielleicht mache ich das leider auch. Aber ich bin heute echt einen schönen Weg gefahren, Leute. Ich bin heute nicht Autobahn gefahren, sondern über Land. Und es war irgendwie echt schön, außer die Baustellen dort. Deshalb werde ich, glaube ich, in der Zukunft wieder Autobahn fahren. Obwohl Land ist auch sehr, sehr schön, wirklich. Land zu fahren war sehr, sehr schön, ey. So, Erdbeerschokoladenwand und Weißschokoladenboden. Hört sich natürlich schön an. Danke, Assisa. Pfirsiche sind auch wieder ein paar fertig.
Habe ich aber heute echt keinen Nerv zu, wirklich nicht, Leute. Es tut mir leid. Einen Moment bitte, das stand da glaube ich noch nie, oder? Hallo Gilliver, Dankeschön. So, was gibt's da uns? Bitte irgendwas Cooles, was ich auch gebrauchen kann. Südpolmarkierung, okay. Danke. Danke. Wie oft haben wir den schon gerettet? Viermal? Viermal zu wenig, Alter. So, zeig mal den Boden her, da bin ich gespannt. So eine Art Dominostein oder so. Ja. Die Wand gefällt mir jetzt nicht so. Was soll ich denn das da unten darstellen? Rubine? Oder die Verpackung? Sieht ja komisch aus. Sieht echt komisch aus. Bah. Ah, der Boden ist ganz cool, aber nicht so cool wie das hier. So, ins Lager. Du gehst auch ins Lager. Ach, kann ich nicht, ey. Oh, ins Lager, ey. Weg damit. So, warum war ich hier? Ah ja, wegen der Leiter. Wegen der Leiter. Wo ist denn jetzt? Ach Mann. Die ganzen Knöpfe hier, ey. Wo war denn das? Ach. Hier, Steuerung und Kreuz. Oh Gott, wir haben ja auch schon viele Sachen doppelt, ne? Wieso sind hier eigentlich keine Werkzeuge hier oben? Wieso werden die hier nicht angezeigt? Ach, bei sonstiges. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine Schleuder wieder, einen Kescher, sicherheitshalber. Und einen Stab, ja, und eine Leiter. Super. Ich muss mal kurz jemanden antworten. Wieso bin ich jetzt hier reingegangen? Düdüdüdüt. So, ich habe kurz geantwortet. Wieso bin ich hier reingegangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich werde schon wieder die ganze Zeit angerufen, Leute. Schrecklich. Mein Leben ist heute schrecklich. Doch, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte mich schon wieder beschweren. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Aber ich weiß ja, was ich machen will. Am liebsten schlafen, Leute. Oder einfach nur hinlegen und eine Serie schauen. Das wäre jetzt schön, wirklich. Aber, nee. Boah. Wenn es eine Hängebrücke geben würde, ne? Würde ich hier so eine kleine Schlucht hin machen und dann hier oben so eine Hängebrücke. Aber ich glaube, das gibt's nicht. Ja, du rufst mich schon die ganze Zeit an, Mama, ey. Ach ne, ich muss ja die Leiter erst. Och, oh, Leute, ey. Nerv mich nicht. Guten Tag. Ja, mach du ja. Ach, jetzt muss ich hoch. So. Okay. Ich weiß nicht, ob das. Ich muss das links machen. Es tut mir leid, ich wollte es nicht hier machen, aber ich muss es hier machen. Weil links ist man garantiert zu nah am Dings. Am Wasser. Aber ich könnte eigentlich auch. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Wenn wir den vielleicht so schräg hier hin machen. So ungefähr. Mal gucken, ob das klappt. Dann ist das nämlich wirklich ihr Privatstrand. Es könnte vielleicht etwas zu lang sein. Ich hole mir mal eben so ein Kitty-Dings. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe.
Ich hoffe. So. Ich habe meine Hogwarts-Melodie immer noch nicht gehört. Weiß nicht, man wird die immer abgespielt. Selbst hier drin nicht. Mann, und ihr macht Yoga hier. Das ist ja schon wieder hier belastend. Willkommen bei der Bauberatung. Infrastruktur. Also willkommen, Brücken und Aufgänge. Ach, ist jetzt natürlich auch wieder blöd, ne? Ist er doch wieder blöd, wenn ich jetzt sowas hier wieder baue. Diesmal nehme ich, glaube ich, die Weißtreppen, oder? Jetzt will ich wieder die teuren Dinger hier nehmen, ey. Ich nehme Hangfahrt. So. Ja, und ob. Ich muss ja morgen noch einen Aufgang bauen, damit wir da runterkommen. Ja, mach hinter hier, Herr Nuki-Buki. Ich weiß doch, wie das geht. Tschüss, Melina. Ach, aufräume. Oh. Mann. Wieso morgen? Kann ich nicht mal Ruhe haben? Ist das zu viel verlangt? Ist das zu viel verlangt? Ich weiß es nicht. Ich glaub schon. Ja? Okay, das muss ich nochmal bearbeiten. Hör mal. Oh, ich wette, der Fluss ist gleich im Weg. Ich sehe es schon kommen. So. Oh! Mal sehen. Zeig mal her, bitte. Ja, doch. Ja, nehmen wir. Machen wir. Machen wir. Sehr gut. So. Dann bezahlen wir den Deppen hier auch. Direkt. Ja, komm, ich zahle halt alles. Ja, weil die anderen, die machen eh nichts. Die wollen ja alle, dass ich das nur hier baue, ne? Und hier kann eh niemand hin, der eine Leiter benutzen, der keine Leiter benutzen kann. Geschafft. So. Dann muss das hier nur weg. Also so halbwegs. Ich überlege gerade. Da müsste es hier dann irgendwann wieder runtergehen. Ich mache jetzt sicherheitshalber erstmal das hier alles weg. Wir können ja morgen das noch machen, ne? So. Hier, dann würde ich am liebsten, dass es dann hier runter geht. Kann man dann da unten überhaupt herumlaufen? Ich weiß es nicht. Ich war hier unten noch nie, glaube ich. War ich hier einmal? Oh, da kommt man gar nicht runter. Man kommt nur da. Okay, dann muss ich es da irgendwie machen. Oder wir machen hier nochmal eine Schräge hin. So, hier und dann hier runter. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So. Oh, Leute. Das ist hier wieder... Oh. Ich mach's jetzt hier, Leute. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab echt keinen Bock mehr, ey. Auf die scheiß Umgebaue hier. Raste hier mal aus. Ich mach's entweder hier hin. Hier hin vielleicht. So. Dann sind wir da.
Das war jetzt eine schwere Geburt. So, wir wollten den Geldbaum noch machen. Ich kann mich noch erinnern. Hier Leiter. Und dann brauche ich echt Urlaub hier. Wirklich. Ich kann nicht mehr. So, morgen kommt meine Mutter. Die hilft mir dann beim Aufräumen. Hihihihi. Ah, das ist doch gut, oder? Das ist doch, habe ich doch wieder gut eingefädelt, Leute. Wofür hat man Eltern, die dann für einen putzen? Ich helfe natürlich mit, ne? Ich räume das Schlafzimmer auf und sie alles andere. So sehe ich das. So, ich überlege gerade noch. Achso, wir wollten den Baum neu einpflanzen. Weiß denn jemand, wo der war? Der war irgendwo bei Franks Haus, ne? Das war da unten, glaube ich. Ich gucke aber sicherheitshalber mal eben hier hinter nochmal nach. Ne, da war es auf jeden Fall nicht. Da war es nicht. Hier war es. Oh, guck mal. Selbst nachmittags bekommt ihr noch einen Gähner von mir. Ist das nicht Luxus pur? Ich denke nicht. Hä? Och ne, jetzt habe ich kein Geld mehr, oder was? Och nein. Nein. Jetzt habe ich den Tausender da eingebuddelt. Och Leute. Mann. Geld? Bist du hier? Nein. Das Leben ist so unfair, Leute. So unfair. So, komm, dich nehme ich noch mit. Ich würde dann einfach sagen, wir freuen uns auf morgen, ja? Ich beende den Part. Ich muss jetzt aufräumen. Spülen vor allem. Da freue ich mich ja mega drauf, ne? Oh, überhaupt nicht. Obwohl ich nicht. Ist zum Glück alles vorgespült, aber trotzdem ist es nervig. Nervig. Ich brauche so einen komischen Geschirrständer. Freue mich schon in einer neuen Wohnung. Da werde ich auf jeden Fall eine Spülmaschine haben, Leute. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sie ist zwar nicht größer als die Wohnung, aber eine Spülmaschine, Leute. Eine Spülmaschine. Hallo. Och, ne, och nein. Jetzt habe ich ein Loch gemacht, oder was? Oh nein, bitte, die Markierung soll noch da sein. Och, Glück gehabt. Glück gehabt. Ich wollte schon wieder ausrasten, Leute. So, Leute, das war's für heute, ne? Ich kann nicht mehr. Meine Nerven liegen blank. Ich brauche Urlaub. Urlaub. Ja, Urlaub. Aber du kannst dein Animal Crossing Urlaub machen.